Das wird der Premiere. Das wird der Premiere, weil das haben wir noch nie gehabt. Willkommen bei Konrad Seidels Dosenbier der Woche. Wir haben noch nie bei Konrad Seidels Bier der Woche ein Dosenbier vorgestellt. Diesmal sogar ein deutsches. In Deutschland ist ja seit Einführung des Dosenpfands so 2002, 2003 hat sich ja da eine wahnsinnig starke Diskussion gegeben und man hat dann Dosenpfand eingeführt mit der Folge, dass Bierdosen weitgehend zurückgedrängt worden sind. Aber in Amerika, da haben es die Dosen natürlich immer noch. Und inzwischen sind die Dosen auch weiterentwickelt worden. Früher war ja Dose etwas für die ganz, ganz großen Brauereien. Inzwischen sind gerade die kleinen amerikanischen Craft Breweries draufgekommen, dass so eine Dose, weil für den Transport unkaputtbar, doch eine durchaus sinnvolle Verpackung ist. Und die Vulkanbrauerei in Mending, in der Eifel, die haben also entdeckt, ja, das könnte man in Deutschland auch wieder probieren und haben da ein Dosenbier hineingefüllt. Jetzt ist man das gar nicht mehr gewohnt, wie man das aufmacht, so eine Dose. Aha, zischt bereits. Und man kann. Du machst auf und es kommt da der Hopfen, gell? Also wie ein Effekt, den haben wir so normalerweise bei Bierflaschen nicht. Also hier ganz intensiv gehopftes Bier, wo das Aroma auch sehr, sehr stark kommt. Wir werden es auch gleich in ein PL-Glas eingießen. Da sieht man auch, wie intensiv da hier die CO2-Entbindung ist. Und ich habe schon gesagt, ein ganz, ganz intensives Hopfenaroma, sehr, sehr fruchtig. Lychees, Pfirsiche, vielleicht auch Orangenschalen. Und wir trinken an und bekommen ein sehr mildes Pale Ale. Also es kommt die Fruchtigkeit gerade bei Verwendung von solchen Gläsern dann sehr gut heraus. Die Bittere wird unterstützt, aber die haut uns jetzt nicht um. Wir haben ja in Deutschland noch nicht so viel Erfahrung mit Craftbieren. Da sind uns die Amerikaner nicht nur mit den Bierdosen, sondern eben auch mit den Craftbieren ein Stück weit voran. Hier haben wir also eine milde Interpretation eines Pale Ales. Kommt zunächst leicht süßlich mit den Malzaromen und es kommt immer die Fruchtigkeit mit. Und ganz schön zart darüber und dahinter liegend die Bittere, die eben von diesem amerikanischen Aromahopfen Mosaik kommt. Die Frage ist, was würde man jetzt mit so einem Bier kulinarisch verbinden? Wir haben diese erwähnte Fruchtigkeit. Na, da könnte man jetzt einmal nachdenken, ob diese Fruchtigkeit nicht sehr, sehr gut zu gebratenem passt. Also sogar an Speck. Ja. Es ist auch ein relativ leichtes Bier. Was haben wir da? 4,9%? Nicht so Ham and Eggs. Ja. Wäre doch wunderbar. Nehme ich gleich zum Frühstück. Vielleicht eine Dose. Zum Frühstück trinken wir selten mehr als ein kleines Bier. Genießen das und freuen uns auf das nächste Konrad Seidels Bier der Woche. Zum Wohl.